Tag halten wir inne. Zeit einzuatmen und auszuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von all dem, was wir sehen. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, den wir als den Unsichtbaren hinter allem Sichtbaren vermuten. Möge Gott uns alle Zeit zusammenführen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet aus Lutzmannsburg, einer kleinen Gemeinde im Mittelburgenland. 380 evangelische leben hier und normalerweise feiern wir Sonntag für Sonntag in einer Kirche, die bereits 1848 erbaut worden ist. Die Spuren der Evangelischen, die reichen aber bis in die Reformation ins 16. Jahrhundert zurück. Aber zurück in die Gegenwart, in der wir feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bete mit Worten aus dem 86. Psalm. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Amen. Fahren wir noch lange? Herzlein, du hast gerade erst gefragt, genau eine Minute kürzer als vorher. Ja, aber ich muss auch aufs Klo, weißt du? Aber du warst doch, bevor wir weggefahren sind, gerade erst am Klo, oder? Aber ich habe auch Hunger. Und wenn wir stehen bleiben, dann könnte ich mir noch eine Semmel dazu kaufen. Komm, bitte iss einfach den Apfel, der da liegt. Nein, ich will keinen Apfel, ich will eine Semmel haben. Ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Ich glaube, wir müssen hier links abbiegen. Hey, stopp! Nicht abbiegen! Wir hätten gerade ausfahren müssen! Wir hätten gerade ausfahren müssen! Wer fährt? Na, du fährst, aber jetzt schaue ich nach! Ja, ja? Nein, bitte schau nicht ja, nach. Ich sehe es ganz genau, wir hätten gerade ausfahren müssen! Ja, stimmt. Tut mir leid, da habe ich mich jetzt geirrt. Das sind wir wirklich falsch. Aber da muss ich wohl umdrehen. Tut mir leid, habe ich mich geirrt. Ja, Entschuldigung. Wahrscheinlich war ich jetzt auch voll nervig mit meinem Gejammer und Gemecker. Entschuldige bitte. Stopp! Irgendetwas ist hier falsch. Auch wenn Sie wahrscheinlich Begegnungen und Geschichten wie gerade diese eben kennen, womöglich selbst schon erfahren und erlebt haben. Aber Irren ist menschlich? Wie oft haben Sie Ihren Partner oder eine Freundin, einen Freund das schon sagen gehört? Tut mir leid. Entschuldige bitte. Sätze wie diese sind es, die wir in unserem Alltag eher weniger erleben. Schade eigentlich, denn sie bringen uns einander näher. Sie bringen uns als Menschen einander näher und sie bringen uns Gott näher. Denn Gott will keine Konflikte, keinen Streit, kein Gejammer und Gemecker. Im Gegenteil, er traut uns sogar zu, dass wir es besser können und wissen. So richtet er uns heute mit der Tageslosung aus dem Mund des Propheten Jesaja aus, die in ihrem Geist irren werden Verstand annehmen und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Verstand annehmen, um den anderen auf Augenhöhe zu begegnen, weil wir es besser wissen. Irren ist menschlich, aber vergeben, das ist nicht göttlich allein. Amen. Guter Gott, du stehst uns als Vorbild vor Augen. In deinem Sohn Jesus Christus
hast du uns gezeigt, wie Menschen miteinander leben und auch umgehen sollen. Und den Heiligen Geist uns zur Stärkung dafür gesandt. Doch kommen wir immer wieder an die Grenzen des Menschlichen, verhalten uns unherzlich und stoßen andere vor den Kopf. Wir meinen, Recht zu haben, wo eigentlich das Unrecht uns leitet. Darum bitten wir, wo wir uns geirrt haben oder unseren Irrtum einsehen, hilf, dass wir auch Entschuldigung sagen können. Wo wir unsicher sind und zögern, gib, dass wir die Sicherheit finden, Hilfe zu suchen. Und wo wir gegen andere gemurrt haben oder in diesen weiterhin so anspruchsvollen Tagen jammern, lass uns die Kraft finden, über den eigenen Tellerrand hinaus auf andere zu blicken und für sie zu bitten. Denn wir bitten dich für die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen, für die, die einsam oder verbittert leben, für die, die kein gutes oder sicheres Zuhause haben, für die, die vor großen Sorgen stehen. Komm du zu ihnen, durch die Menschen, die ihnen beistehen und den Kummer und Schmerz mit ihnen tragen. Und dafür beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo auch immer wir heute sind, wohin auch immer unsere Schritte uns heute noch leiten, wir wissen Gott in unserer Mitte. Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Jesus Christus, der Sohn, der uns begleitet. Und der Heilige Geist, der uns tröstet. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und er schenke uns allen seinen Frieden. Amen.